Jemand hat mal behauptet, man dürfe im BEM nur zwei Fragen stellen. Sie als BEM-Profi wissen natürlich, dass das Quatsch ist. Stellen Sie viele Fragen. Stellen Sie die richtigen Fragen, weil nur dann werden Sie Erfolg haben im BEM und dann wird das Ganze auch wirklich rechtssicher sein. In diesem Beitrag werde ich Ihnen beispielhaft Fragen vorstellen für die sechs Phasen im BEM-Prozess. Bevor das BEM eigentlich startet, nachdem Sie dem zukünftigen BEM-Nehmer die drei Ziele im BEM vorgestellt haben, halten Sie keine Grundsatzvorlesung zum Wesen und Wandel des BEMs. Damit mühen Sie ihm nur zu. Und es wird nicht seinem besonderen Informationsbedürfnis Genüge getragen. Fragen Sie stattdessen, welche Fragen haben Sie zum BEM? Dann können Sie dieses Informationsbedürfnis auch gezielt erfüllen. Fragen Sie nach, was erwarten Sie vom BEM? Oder gerade wenn der BEM-Nehmer ein klein wenig zurückhaltend ist, was befürchten Sie vom BEM? Und was kann getan werden? Was kann ich tun, damit diese Befürchtungen ein klein wenig geringer werden, damit Sie sich ein klein wenig ruhiger und entspannter in diesen Prozess hineinbegeben können? Wenn der eigentliche BEM-Prozess starten soll, fragen Sie noch eine Bestätigungsfrage. Sollen wir starten? Dann holen Sie sich den klaren Auftrag ab. Und es kann richtig losgehen. Die erste eigentliche Phase ist die Phase der Situationserfassung. Die starten Sie mit einer ganz offenen Frage. Eine offene Frage wie: Wie sieht es gerade bei Ihnen aus? Diese offene Frage gibt dem BEM-Nehmer die Gelegenheit, selber zu entscheiden, mit welchem Thema er beginnen möchte. Ob es das Thema Beruf ist, Beruf und Arbeit, oder das Thema Gesundheit oder das Thema Privates. Und alle drei Themen brauchen wir im BEM. Alle drei Themen müssen wir im BEM ansprechen, gerade wenn es sich um schwierige, komplexe Fälle handelt. Und dann sprechen Sie typischerweise über die Einschränkungen, die da sind. Fragen Sie nach, wann treten diese Einschränkungen besonders auf, wann treten sie nicht so oft auf. Wie auch immer. Sollte der BEM-Nehmer stattdessen sagen, gut geht es, dann sagen Sie hervorragend. Freut mich, was geht denn besonders gut? Und welche Punkte könnten ein klein wenig besser laufen? Auch dieser Aspekt ist eine wichtige Frage im BEM, was gut läuft, damit man sich nicht nur auf das Leiden konzentriert, auf das alles, was schlecht ist, sondern auch auf das Positive, was immer noch da ist und was auch bewahrt werden sollte. In vielen Fällen ist auch eine spannende Frage, wie reagiert Ihr Umfeld auf die Einschränkungen, auf die Besonderheiten? Wie reagieren Ihre Kollegen, Ihre Kunden, Ihr Vorgesetzter, Ihre Familie, Ihre Freunde darauf? Auch das sind wichtige Informationen. Wenn Sie eine gründliche Situationserfassung gemacht haben und erst dann starten Sie mit der Lösungsphase. Und in der Lösungsphase fragen Sie als Ersten den absoluten Experten zu dem Leben, zu der Arbeit des BEM-Nehmers, nämlich dem BEM-Nehmer selber, welche Ideen haben Sie, damit Ihre Situation ein klein wenig besser wird. Und lassen Sie ihn erzählen. Möglichst viele Ideen. An dieser Stelle gilt Masse statt Klasse. Bremsen Sie die Kreativität nicht zu früh aus durch, das ist aber eine verrückte Idee, nein, das wird sie nicht umsetzen lassen oder ähnliches. Bei verrückten, ungewöhnlichen Ideen kann man noch mal nachfragen, wofür soll das gut sein? Welches Bedürfnis steht hinter diesem Lösungsvorschlag? Und dann in einem weiteren Schritt zu schauen, wie kann dieses Bedürfnis mit anderen
Lösung verwirklicht werden. Nach der Lösungsphase kommt die Phase der Zusammenfassung, wo Sie nochmal zusammenfassen, was in dem Gespräch besprochen wurde. Sie fragen den BEM-Nehmer, was war für Sie wichtig, was nehmen Sie mit und was sind Ihre nächsten Schritte. Sie sehen, im BEM braucht man deutlich mehr als zwei Fragen. Und das ist auch gut so. Nur dann kann der BEM-Prozess erfolgreich sein. Sie möchten mehr? Das ist gut so. Deswegen haben wir das Angebot entwickelt, Gesprächsführung im BEM. Dort werden Sie darin qualifiziert, den BEM-Prozess erfolgreich zu leiten, durch diese sechs Phasen des BEM-Gesprächs erfolgreich durchzugehen. Wir sprechen nicht nur über Fragen, sondern auch, wie geht man mit schwierigen Gesprächssituationen um, wenn der BEM-Nehmer in den Widerstand geht, blockiert, oder auch wenn große Gefühle da sind, Trauer, Wut, Verzweiflung oder auch wenn plötzlich der BEM-Nehmer über Suizidfantasien spricht. All das wird Gegenstand in dieser Schulung das BEM-Gespräch sein. Für diejenigen unter Ihnen, die sich noch weiter qualifizieren wollen, die wirklich zum BEM-Profi werden wollen, haben wir die Qualifizierung zum BEM-Koordinator entwickelt. Hier werden Sie in 5 Modulen geschult, ein BEM richtig gut durchzuführen. Themen in diesen Modulen ist natürlich das Thema Recht, aber auch Prozesse im BEM, Arbeitsgestaltung, medizinische Aspekte, sozialrechtliche Aspekte, Qualitätssicherung und natürlich auch der Punkt der Gesprächsführung. Für diejenigen unter Ihnen, die schon lange BEM-Prozesse gestalten, ist möglicherweise das Angebot Fresh Up und Supervision interessant. Dort bekommen Sie aktuelle Entwicklungen rund ums BEM vermittelt und auch neue Rechtsentscheide. Sie haben dort auch die Möglichkeit, Ihre eigenen BEM-Fälle mitzubringen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen, auch nochmal die ganzen BEM-Prozesse zu reflektieren. Und dann gibt es natürlich den Newsletter zum BEM, BEM-aktuell. Dort finden Sie regelmäßig Informationen rund um das Thema BEM, rund um das Thema Arbeit und Gesundheit. Und auch immer ein Punkt mit der Überschrift Neulich im BEM, wo Fälle, Fragen behandelt werden und auch Lösungsmöglichkeiten entwickelt werden. Tragen Sie sich ein, bem-aktuell.de. Ich freue mich darauf, Sie wiederzusehen. Bis dahin, geben Sie auf sich Acht. Alles Gute.